Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Pirate Warriors. Heute spielen wir den neuen Charakter, ja, Falkenauge. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ihr es im letzten Part gesehen habt, ganz am Schluss, ich muss jetzt auf Level 50 sein, weil das vorgegeben wird für die Insel, wo ich jetzt hin will. Und das heißt, ich spiele ihn zum ersten Mal und direkt auf absolute Maximallevel. Okay, warum nicht? Zack, das hat mich wie viel gekostet? Moment, wie viele Nullen sind denn da? Boah, 90 Millionen. Sehe ich das richtig? Oder 9 Millionen? Auf jeden Fall genug. Ich glaube, das waren 9 Millionen. Okay. Ja, geil. Zwei Don Creeks kann ich mir locker leisten. Das ist interessant, dass Falkenauge Don Creeks dafür braucht. Okay. Marineadmirale, Gott sei Dank. Davon habe ich mehr als genug. Vor allem, weil ich Akainu... Moment, da fehlt ja noch einer. Den habe ich ja auch noch nicht. Kann den überhaupt spielen? Also, es fehlen doch noch zwei Charaktere, die ich noch nicht auf der Karte sehe. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob beide kommen. Ist jetzt ein bisschen blöd. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen, dass ich euch vielleicht doch nicht sofort alles zeigen kann und es doch noch ein bisschen länger geht. Aber das sehen wir später. Wieso habe ich so viele Falkenauge-Münzen? Holy shit. So. Strohbande. Ah ja, hier haben wir aus irgendeinem Grund verdammt viele Super-Frankies. Wieso fange ich eigentlich wieder unten an? Ich will doch oben anfangen. Ich würde gerne keine Fischmenschen ausgeben, ich vertraue denen nicht. Aber hier, Zorros. Alles, was Strohbande ist, kann ich eigentlich immer verdammt viel ausgeben. Mittlerweile haben wir eigentlich auch ziemlich viele Piraten des East Blue, aber muss nicht sein. Das hier allerdings, ja, das... Obwohl, na, das lassen wir jetzt mal weg. Aber hier, wir haben viele von dem Mr. Freeze und Crocodiles. Und auch sonst haben wir alle so ein bisschen. So. Okay. Dressrosa. Ah, das sieht doch sick aus. Wir haben verdammt viele Caesars. Ich weiß nicht mal warum. Und Barges kriegen wir auch ständig. Also Fähigkeiten kriegt er gerade ohne Ende, der liebe Falkenauge. Aber wir haben sein Kurzschwert nicht. Wenn man das so nennen will, ist eher ein Dolch. Okay, dann ist Falkenauge ready. Los geht's. Und dann sind wir hier, was auch lustig ist, weil... Falkenauge und Shanks sind ja Freunde und stehen hier nebeneinander. Okay, Kräftemessen der Titanen. Ein Zusammentreffen der drei Stärksten der Grand Line. Eine Schlacht, die die Erde beben lassen wird. Okay, ich rate mal, es sind die drei Kaiser. Ich weiß, es gibt mehr. Aber in dem Spiel hier gibt es nur drei, die nicht mal alle gleichzeitig Kaiser waren. Nämlich Blackbeard, Whitebeard und Shanks. Also nehme ich an, dass die drei das sind. Nein, ist was anderes. Ist das Marine-Hauptquartier, die vier Kaiser und die sieben Samurai. Ist ja wohl logisch, dass wir die sieben Samurai nehmen müssen, denn ich bin Falkenauge. Alles andere würde keinen Sinn machen. Aber die vier Kaiser, das sind auf jeden Fall Shanks, Blackbeard und Whitebeard. Marine-Hauptquartier sind halt die Admiräle höchstwahrscheinlich und vielleicht noch mehr von den Marine-Dudes. Und die sieben Samurai, ja, nehme ich jetzt einfach. So, sehr schön. Okay, da ist schon mal der eine Admiral und... stimmt, Buggy ist ja auch ein Samurai. Buggy und Bear sind auch bei mir. Okay. Oh, ja. Gar keine. Ich war gerade kurz irritiert, warum das leer ist, aber... Macht ja Sinn, ne? Wir hatten das hier, wir hatten das hier und wir hatten noch was, was zwei bringt. Glaube das. Okay. Und Münzen sehen soweit gut aus. Ich gucke nochmal rein, ob ich auch nichts vergessen habe. Wäre ja dumm, wenn ich doch was verballert hätte. Nee, sieht gut aus. Okay, los geht's. Es gibt jetzt hier keinen, den man freischalten kann, also weiß ich nicht wirklich, wann das Level vorbei ist. Aber ich starte da, wo Crocodile nochmal startet. Auch einer der sieben Samurai, jemals. Uiuiui, es geht hier gleich schon mal richtig rund. Und Fähigkeit. Oh, fucking hell. Geil, alles weg. Was mache ich hier? Und ich habe mein Schwert leuchtet grün. Mein Schwert leuchtet grün. Was bedeutet das? Wieso rast ich so aus? Holy shit. Weil ich eine andere komme? Alter. Okay, Falkenauge, es geht übel ab. Jetzt leuchtet es wieder grün. Ich weiß nicht, ob sich da die Kombo hin. Oh, perfekt. Ein Anführer. Wir haben kein Zeitlimit oder so. Kisaru kommt selbst zu mir, also... Boah, Falkenauges Augen sind so cool, ey. Da er keine Teufelskraft hat, haben also auch kein Paramese eben, haben wir leider keinen Attack Speed Bonus, das wäre aber cool.
wenn er jetzt schneller zuschlagen könnte. Aber der macht irgendwie, der kann das Schwert immer weiter aufladen, da macht er heftigere Kombos. Au. Oh je, wo geht der denn hin? Okay, ich habe den Anführer irgendwie weggesäbelt. Kizaru, willst du denn gleich mal richtig auf die Fresse? Komm mal her. Schwarze Klinge, die Leere. Damit hat er bestimmt dann Quick Shift gespeichert. Oh, nee. Okay, das war wahrscheinlich der erste Angriff, mit dem er... Ach, keine Ahnung, mit was er was gespalten hatte. Aber der hat irgendwie nicht so richtig getroffen. Okay, das Interessante mit Falkenauge ist, man kann die Combo immer weiter aufladen und dann wird das Schwert immer grüner. So, ein... Oh. Außer man lässt sich hitten, dann hat sich das natürlich ganz schnell erledigt mit dem grünen Aufladeding. Und die Kombos ändern sich zwar nicht, aber ich nehme an, der Damage und die Reichweite von diesen Schlägen. Und dann habe ich diesen Move hier gemacht. Boah, heftig. Jetzt mache ich das hier. Ach du Kacke. Der stirbt aber nicht. Ich sollte den langsam killen. Komm her. So. Okay, steckt die Waffe weg nach diesem Angriff, außer ich setze die Combo fort, dann kann er sie nicht wegstecken, was gut ist. So, jetzt schlachte ich mich mal hier durch, aus irgendeinem Grund sind da verdammt viele Dudes in meinem Gebiet. Uiuiuiui, hallo Bär, was geht? Holy shit! Habe ich da mit meinem Messer zugeschlagen? Okay, sick. Ich denke, da haben sich die Entwickler auch viel reindichten müssen in die Angriffe. Aber ist nice geworden, ist richtig cool. Wohoho. Okay. Besiege Arlo und Co. und verhindere die Neugründung der Sonnenpiraten. Oh, die Musik ändert sich ganz gewaltig hier. Howdy ist da. Aber Howdy kommt mir nicht zu nah, weil ich ihm jetzt erstmal die Fresse wegsäbel. Beziehungsweise allen seinen Leuten auf einmal. Holy shit. So, und ab in den Kisunawash. Die Samurai sind ready, um gegen diese Fischmenschen Spackos anzudrehen. Oh! Okay, sorry, das hätte ich nicht sagen sollen. Das war rassistisch. Gegen Fischmenschen. So, los jetzt. Die sind ja alle geslowed, Alter. Was geht? Ah, lass mich in Ruhe, du Riese. Du nervst. Okay, wisst ihr was? Jetzt bin ich sauer. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gerade treffe und was nicht. Sieht ganz gut aus. Yep, sah echt gut aus. Holy shit, die sind alle weg. Alle vier. Ui. Vielleicht noch ein paar coole Moves drauf, ey. So, keiner von denen, kein neuer, meine ich. Ja, jetzt schlendern erstmal alle rum, dass sie tot sind. Ich versuche jetzt mal diese grüne Klinge. Oh, jetzt habe ich sie ganz versaut. Das war unabsichtlich. Diese grüne Klinge aufzuladen und dann rauszufinden, was ich da tue. das ist so heftig. Okay, Teach und Whitebeard sind auch noch da, das ist zwei der Kaiser. Die Roten sind also die Marine und die Gelben sind die Kaiser. Aus irgendeinem Grund waren die Sonnenpiraten auch bei den Kaisern. Macht aber nichts. Die Musik ändert sich, aber das heißt nicht, dass es schon die Bosse sind. Keine Panik. Es kann sein, dass das hier jetzt... Nee, glaube ich nicht. Oh, ich krieg ganz schön Damage rein. Shit. Ups, da kommt jemand. Blackbeard ist hier. Das ist nicht so gut. Oh shit, was hier? Heftig, Alter. Ich sehe nichts. Gar nichts. Ich hoffe, dass ich ihn den ersten Balken hier noch wegkriege. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Allerdings sehe ich überhaupt nicht, was er abgeht. Wirklich nicht. Ich will den ersten Balken weg haben, bevor ich mein Kizuna-Special mache. Okay. Und ab geht's. Mal sehen, ob das reicht. Wahrscheinlich nicht. Okay, dieses grüne Leuchten bedeutet eigentlich, dass man heilt, oder? Aber alles leckt. Das ist ein bisschen viel auf einmal für meinen PC gerade.
Okay, ein bisschen Leben habe ich auf jeden Fall. Ist das vielleicht die Klinge? Macht die grüne Klinge auch noch Heilung? Könnte das sein? Ja, es scheint so. Bisschen was heilt mich irgendwie. Ich finde es so interessant, dass Whitebeard und Blackbeard irgendwie zusammenarbeiten. Aua. Der ist da hinten, aber der hat kein Problem, denke ich. So, Teach ist erstmal raus. Dann renne ich jetzt mal zu... Hier geht's voll der Krieg ums Territorium, ey. Dann renne ich jetzt erstmal hier zu denen. Aua. Ich wollte eigentlich gucken, was er hier anders macht. Nee, er macht denselben Move, okay. Leider werde ich die ganze Zeit unterbrochen, wenn ich es versuche rauszufinden. So, ich bin schon wieder verletzt. Tut mir leid, ich muss das jetzt erstmal so machen, auch wenn es mein Kisuna Rush ein bisschen... meine Ausrufezeichen ein bisschen mindert, aber ich habe eh schon fast 1000. Wow! Whitebeard wurde gerade noch in die Richtung geprügelt von dem einen Marinesoldaten. Aber weißt du was, wenn wir schon hier sind. Eieiei, manche Kombos sind schon heftig. Im Kisuna Rush mit dem grünen leuchtenden Schwert. Das geht schon gut ab, ey. Okay, damit sollte das Territorium auch weg sein, denn der Angriff stand mitten im Schussfeld. Okay, so viel haben wir noch gar nicht angestellt, aber wir sind schon ewig dran, aber die ganzen Territorien gehören immer noch denen irgendwie. Heftiges Level. So, hallo. Okay, das waren jetzt 3 statt einer. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 und... Okay, das war wieder ein anderer Move. Es ist ein bisschen schwer, die zu vergleichen, die ganzen Moves, wenn man nicht wirklich Überblick hat. Eieieiei. Warte, ist das der, den ich aufhalten soll? Ja, ich glaube. Irgendwie war gerade ein Zeitlimit, aber ich weiß nicht warum. Jetzt ist nämlich wieder weg. Kann der... Hä? Was ist mit dem sein Leben los? Der stirbt nicht. Jetzt. Irgendwie habe ich ihn nicht gescheit getroffen. Keine Ahnung. Das war mit dem Dolch. Und dann ist da noch ein Angriff. Oh je. Aber Falkner geht gut ab. Ey. Muss für ihn lassen. Was passiert, wenn ich das hier mache? Ah. Okay. Nichts. Buggy? Was, Buggy? Fick dich, Buggy, das war ich! Willst du mir gerade meinen Ruhm klauen? Du! Mir! Ich werde dich nicht aufhalten, dich aber auch nicht unterstützen. Genau. Okay, Kommandant Akainu ist da, das heißt, ab jetzt könnte ich das Level beenden. Was natürlich noch zu früh wäre. Denn wir haben noch nicht den S-Rang, aber fast, glaube ich. Oi. Boah, hallo Bär. Bär hat Schaden abgewehrt und Verbündete geheilt. Der könnte mich auch mal heilen irgendwie. Bei mir sieht es nämlich nicht so aus, als ob ich irgendwie geheilt werde. Ich schnetze mich hier durch, ey, das ist ja heftig. Ich glaube aber, ich habe zu wenig Angriffsmünzen für Level 50. Ganz ehrlich. So, wie sieht es aus? Okay. Sieht eigentlich gut aus, es sind nicht mal mehr 100, also kann ich eigentlich bei Akainu den Rest machen. Vor allem wird Akainu gerade angegriffen. Ich werde einfach meine Spezialattacke hier einsetzen. Buggy, was tust du? Oh Gott! Oh Gott! Das ist nicht so cool. So, mal gucken, ob das irgendwie was ausmacht. Auf jeden Fall Rang S, wie geplant. Okay, dann wäre es das schon so gut wie mit Falkenauge. Dann hätten wir den ausreichend getestet schon mal. Und das hier gleich noch hinterher. Also der geht ordentlich ab, muss ich sagen. Hey, holy shit.
Macht schon Laune. Bin mal gespannt, ob der im Vierer auch dabei ist und wie er da so ist und ob er genau gleich ist und so weiter. Aber ja, sehen wir dann. Das ist schon geil, was der da anstellt. Ist schon nicht schlecht. Müssen wir mal kurz Akainu platt. Ja, Buggy, ich rette dich. Aber erst mache ich das hier. Ja, wenn ich dich dann rette, habe ich direkt Kizuna voll. Hab's zwar gerade schon versucht, aber habe ihn irgendwie nicht erreicht. So, wie sieht das hier aus? Der hat noch Leben. Wo ist Buggy? Buggy rettet. Okay, ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber ich habe ihn gerettet. So, Akainu, dann gleich noch das hier hinterher. Buggy flennt erstmal rum, obwohl er schon gerettet wurde. Okay, der Damage reicht noch nicht. Kizuna Wash. Und kurz zersäbelt. Alle klatschen. Sehr schön. Ah, so Falkenauge hinreichend getestet. Super. So, gleich auf Level 50, da brauche ich mir keine Sorgen mehr machen, ob ich ihn auch wirklich alle Kombos hab machen lassen oder nicht, denn ich denke, das waren alle Kombos, die er hat. Okay. Das wäre geschafft. Mal sehen, ob dieser Kopfgeld-Dude irgendwann mal nah genug kommt, da ich ihn erreichen kann. Ne, renn er mal wieder zurück. Dann halt nicht. Dann bleib doch, wo du willst, sein willst. Okay, Corbys Trainingslog Teil 3. Ich werde Marineoffizier, unterstütze Corby beim Training. Für Level 30. Ja. Wir sind fast bei Mingo. Ich hoffe nur, dass die zwei, die ich noch brauche, tatsächlich beide auftauchen. Es müssten noch zwei sein, oder? Wartet mal, ich schaue mir das nochmal kurz an. Ich weiß genau, wer auf jeden Fall noch fehlt. Also Mingo müsste das hier sein. Okay. Aokichi kann man in diesem Spiel gar nicht spielen. Ach, dann ist gut. Oder? Nee, fuck, sonstige. Er ist Kusan, er ist kein Marine mehr. Und ich bin mir sicher, dass man ihn spielen kann. Also fehlen mir irgendwie noch drei. Und Shanks halt. Wer aber hier ist. Und nur einer von denen ist sichtbar. Also entweder es tauchen noch zwei auf, oder ich weiß auch nicht. Gut, aber im nächsten Part werden wir auf jeden Fall nochmal Lucky ausprobieren. Aber das mache ich im nächsten Part. Dieser ist erstmal beendet, deswegen macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.